Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Frühlingssymposium meiner Klinik, der Klinik und Polyklinik für Innere Medizin. Danke, dass Sie hier sind. Danke auch, dass Sie mit uns zusammenarbeiten. Ich begrüße natürlich auch meine Mitarbeitenden, die das Symposium konzeptuell aufgebaut haben, insbesondere Professor Scheer und Mitarbeiter, über Thematiken, die sich entwickeln, die sich rasch entwickeln und die von Interesse sind. In meiner Klinik haben wir einerseits Kernaufgaben. Kernaufgaben sind Grundversorgung, zum Beispiel die Behandlung einer Hypertonie, dann komplexe Grundversorgung, die Behandlung einer therapieresistenten Hypertonie oder einer hypertensiven Entgleisung im Sinne einer hypertensiven Gefahren- oder Notfallsituation, Diabetes und so weiter. Dann Differentialdiagnose, also das Führen von Symptomen zur Diagnose und schließlich Multimorbidität in der neuesten Definition, die man im PubMed nachlesen kann und die ich für die beste halte. Dort steht, 2018 entstanden, Multimorbidität ist die komplexe Interaktion verschiedener Erkrankungen. In meiner Klinik habe ich das Glück, Kaderpersonen zu haben, die einerseits einen harten Kern allgemeinen internistischen Wissens zu haben, aber jeder auch ein breites und vertieftes Spezialwissen. Wir haben zwei Kardiologen oder eine Kardiologin, einen Kardiologen, wir haben zwei Immunologen, wir haben zwei Infektiologen, wir haben einen klinischen Pharmakologen etc. Wir haben alle Spezifitäten. Und dieses geballte Know-how, das bringen wir zugunsten von Patienten, die meistens verschiedene Problematiken haben, in Anwendung. Dementsprechend sind wir auch eine beliebte Weiterbildungsstätte und dieses Symposium soll neben dem Symposium im Herbst zu Multimorbidität Ihnen ein bisschen eine Idee geben, wo wir spezielle Expertisen zusätzlich zu den allgemeinen internistischen Expertisen haben und wo wir diese in Kombination zum Nutzen von Patienten einbringen können. Ich möchte hierzu noch etwas sagen, wie das USZ funktioniert bezüglich Patientenzuweisungen. Wir haben ja stationäre und ambulante Patienten. Und die stationären Patienten, die über die Notfallstation gehen, die werden über ein Labeling-System in die Kliniken verteilt. Das heißt, wenn Sie schreiben, ein Patient soll auf die innere Medizin und der Patient hat Dyspnoe, dann kommt dieser Patient nicht in meine Klinik. Er wird entsprechend ein Labeling-System in eine Expertenklinik verteilt. Sie müssen, wenn Sie wollen, dass ein Patient in meine Klinik kommt, meinen Namen explizit draufschreiben. Nur dann ist gesichert, dass der Patient in meiner Klinik hospitalisiert wird. Und ich meine hier nicht die zusatzversicherten Patienten, es geht hier nicht um Geld, sondern alle Patienten, auch die nicht zusatzversicherten Patienten. Also wenn Sie wollen, dass ein Patient in meiner Klinik liegt, dann müssen Sie ihn persönlich an mich verweisen, selbst wenn ich ortsabwesend bin oder nicht vorhanden oder hospitalisiert oder was auch immer. Ambulant können Sie Patienten natürlich selber anmelden in der medizinischen Poliklinik und stationär, um es Ihnen auch zu vereinfachen, stehen Ihnen zwei leitende Ärzte zur Verfügung als direkte Partner, um Zuweisungen entgegenzunehmen, nämlich Frau PD-Dr. Florence Valelian, die an zweiter Stelle hier sprechen wird, und dann nach der Pause Herr Professor Chris Haller. Einer der beiden wird gerne Ihren Telefonanruf entgegennehmen und dafür sorgen, dass der Patient irgendwie irgendwo bei uns im USZ in Betreuung meiner Klinik hospitalisiert werden kann. Ich wollte Ihnen das sagen, weil da manchmal auch viel Ungemach und auch manchmal Beschwerden entstehen, weil der Patient nicht dort liegt, wo Sie das haben wollen. Gut, soweit meine Bemerkungen. Ich möchte noch danken, auch den Sponsoren, die uns helfen, dieses Symposium zu machen. Sie sehen da Licht, das hat damit zu tun, dass wir ein Experiment machen, nämlich ein direktes Streaming auf Facebook. Nicht alle meine Mitarbeitenden waren extrem begeistert, ich sage es mal so. In dem Sinn, Professor Scheer und Frau PD-Dr. Valelian werden sich streamen lassen und wir werden dann in den nächsten Veranstaltungen optimieren, dass man solche Dinge dann auch auf dem Internet dann später abrufen kann und nochmals sich vertiefen. Gut,
Habe ich etwas vergessen? Sehr gut. Eine Ausnahme. Dominik, ich freue mich, meinen einen Stellvertreter, Herrn Professor Dr. Dominik Scheer, auf die Bühne, hätte ich fast gesagt, auf die Bühne zu bitten, um über Entzündung als differenzialdiagnostische Herausforderung zu sprechen. Bitte, Dominik.